Meine sehr verehrten Damen und Herren, heute hier an diesem Freitag ganz herzlich willkommen. Es ist 12 Uhr. Das ist der letzte bzw. vierte Freitag im Monat. Wir freuen uns sehr, dass Sie sich so zahlreich zugeschaltet haben und im Namen des Ministeriums für Bundes- und Europaangelegenheiten und regionale Entwicklung darf ich Sie sehr herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge sozusagen der Veranstaltungsreihe Stadtland Fokus, die digitalen Stadt. Plattformen stehen heute im besagten Fokus und das stößt offenbar auf großes Interesse. Das Thema hat uns auch schon teils am Rande, teils auch schon ganz zentral begleitet in einer Veranstaltung im April. Und wir haben heute, wie wir es Ihnen auch letztes Mal versprochen haben, quasi sozusagen exklusiv eine Studie, die einiges verrät. Und wir haben Gäste aus der Quartiersentwicklung und ein praktisches Beispiel aus Walsrode. Und die Eröffnungsseiten des Ministeriums wird heute erfolgen durch Christoph Lahner. Er ist der Referent für Grundlagen der regionalen Entwicklung, für regionale Strategien und Prozesse und hat zumindest schon ein bisschen was mit der Studie zu tun. Bitte sehr, Herr Lahner. Ja, vielen Dank, Frau Schulz. Schönen guten Morgen auch von mir hier aus Brüssel heute, aus der Niedersächsischen Landesvertretung. Ich bin hier eigentlich Referent für die Programme, Sofortprogramm Perspektive Innenstadt und resiliente Innenstädte, also EU-Förderprogramme, für die ich auch deswegen jetzt gerade hier eben vor Ort weile, stellvertretend aber auch für Zukunftsräume. Und das ist insofern relevant, dass wir in diesem Kontext eben auch die Studie zu diesen digitalen Stadtplattformen in Auftrag gegeben haben. Hintergrund ist der, dass wir gesehen haben, sowohl beim Sofortprogramm Perspektive Innenstadt als auch bei Zukunftsräume, dass viele Projektideen bei den Kommunen kursieren, die eben digitale Stadtplattformen zum Gegenstand hatten, mit aber ganz unterschiedlichen Ausrichtungen. Wir haben gleichzeitig auch gemerkt, dass auch viel Unsicherheit bestand bei den Kommunen. In welche Richtung kann eigentlich so eine Plattform gehen? Welches Thema wollen wir eigentlich bespielen? Wie viele Themen gleichzeitig, mit welchen Personen, mit welcher Ausrichtung? Und da auch bei uns in diesem Bereich gar kein Know-how vorhanden ist in diesem Bereich, hatten wir das zum Anlass genommen, mal eine Studie zu beauftragen, hier ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, nämlich genau das einmal im Blick zu nehmen, was kann für eine Kommune ein sinnvoller Bereich sein, sich in diese digitale Welt zu begeben, was ist vielleicht auch weniger sinnvoll. Und da sind wir sehr froh, dass wir die Studie auf den Weg gebracht haben und heute auch die Ergebnisse zumindest vorläufig schon mal präsentieren können. Und das Ziel ist auch, dass wir im Laufe des Jahres da auch da eine Handreichung und dann auch was haben, was wir an Sie, an die Kommunen dann auch weitergeben können, mit dem Sie dann auch weiterarbeiten können und zumindest einen gewissen Pfad haben, was kann funktionieren, was funktioniert vielleicht weniger, in welche Richtung kann das eben gehen. Ja, das Thema hatten wir aber in Ansätzen, Frau Schulz hat es schon angedeutet, ja auch schon in dieser Veranstaltungsreihe, also digitale Dörfer ist da zu nennen, das ist ja ein Projekt, da hatten wir ja auch schon hier im Rahmen von Stadtland Fokus uns getroffen, wir hatten auch schon digitale Lösungen im Einzelhandel mal diskutiert, aber hier jetzt noch einmal so der ganz große Blick über digitale Stadtplattformen, was kann das alles sein und in welche Richtung kann das gehen. Und ich freue mich auch sehr, dass wir wieder ein Praxisbeispiel haben, auch hier diesmal wieder von einer sehr profilierten Stadt, die auch treu hier in der Veranstaltungsreihe auch dabei ist und auch mit einigen Projekten in unserem Programm ja auch aktiv ist. Freut mich auch sehr, sodass wir hier, glaube ich, wieder ein schönes Spektrum sehen können. Ja, dann von meiner Seite aus schon mal vielen Dank und eine schöne Veranstaltung. Besten Dank, Herr Lahner. Ich kann das nur bestätigen. Also eine erste Durchsicht zeigt, dass das Thema ausgesprochen vielfältig ist. Also man hat ja manchmal den Eindruck, man hätte schon zur Digitalisierung langsam alles gehört, weit gefehlt. Es gibt wirklich viele Aspekte, unter denen man das nochmal untersuchen kann, sodass es insbesondere für Sie in den Städten und Kommunen einfach eine gute, praktikable Lösung oder zumindest erstmal einen Ideenansatz liefern kann. Und die Studie, und dafür haben wir auch ein bisschen mehr Präsentationszeit heute eingeräumt, wird vorgetragen und erläutert von Clara Henn und Hugo Polauke. Sie sind beide Quartiersentwickler und beschäftigt bei der Pro Quartier Hamburg Gesellschaft für Sozialmanagement und Projekte MBH. Haben sich also daran gesetzt und die ganzen Aspekte, die Herr Lahner eben schon umrissen hat, mal ein bisschen aufgedröselt und abgefragt und geforscht. Wir freuen uns sehr, hier jetzt mal wieder neue Eindrücke, Ansätze zu kriegen. Im Chat können Sie natürlich wie immer auch sich gern beteiligen. Wir haben
uns gedacht, dass Sie nach der Studie die Möglichkeiten haben für reine Verständnisfragen, damit wir da gleich nachhaken können. Die große Debatte über Ideen und den Austausch, das machen wir dann, nachdem wir auch das Praxisbeispiel gehört haben, dann können wir es vielleicht ein bisschen besser verknüpfen. Und in diesem Sinne darf ich dann quasi Bühne frei und Bildschirm freigeben, damit wir die Vorstellung der Studie genießen können. In diesem Sinne, Frau Henn und Herr Polauke, bitte, Sie haben das Mikro und den Bildschirm. Bitte sehr. Herzlichen Dank. Dann teile ich jetzt einmal meinen Bildschirm. Ist das soweit für alle erkennbar? Ja, also bei mir schon. Alles klar. Gut, dann auch ein Hallo von unserer Seite. Wir wurden gerade schon vorgestellt. Herr Polauke und ich sind von der ProQuartier GmbH und haben in diesem Jahr eine Untersuchung zu den digitalen Stadtplattformen in Niedersachsen durchgeführt. Das Ziel dieser Untersuchung bestand darin, einmal herauszufinden, welche Arten von digitalen Stadtplattformen in Niedersachsen aktuell Verwendung finden. Wir haben uns dabei fokussiert auf Klein- und Mittelstädte mit Einwohnerinnen zwischen 10 und 100.000. Abgesehen davon ging es aber auch darum, herauszufinden, was es darüber hinaus noch für Möglichkeiten gibt. Wir haben uns mehrere Forschungsfragen zu Beginn gestellt. Einmal natürlich, welche digitalen Stadtplattformen finden aktuell in niedersächsischen Klein- und Mittelstädten Anwendung? Daneben ging es aber auch darum, herauszufinden, welchen Beitrag welche Art von Plattform leisten kann, und zwar zielgruppenspezifisch zur Behebung struktureller Mängel in Innenstädten und Städten insgesamt. Die dritte Frage ist eher eine praktische, und zwar, welche Schritte sind zu einem erfolgreichen Aufbau und Betrieb derartiger Plattformen notwendig? Wir sind folgendermaßen vorgegangen. Wir haben einmal eine theoretische Grundlage erarbeitet, bestehend aus einer Recherche von aktueller Literatur, Studien, Untersuchungen, aber auch ein Heranziehen von Referenzprojekten. Wir haben darüber hinaus selbst Daten erhoben, indem wir mit Expertinnen aus ganz Deutschland gesprochen haben und indem wir eine Online-Umfrage durchgeführt haben in Niedersachsen. Davon werden Sie vielleicht auch selbst mitbekommen haben, denn wie gesagt, die wurde in ganz Niedersachsen durchgeführt und hat sich an alle Klein- und Mittelstädte gerichtet. Unser Ergebnis, was jetzt auch bald fertig sein wird, ist einmal ein Abschlussbericht, der alle Erkenntnisse umfasst, und zum anderen aber auch eine Handreichung für Kommunen. Und diese Handreichung soll auch als Entscheidungshilfe dienen bei der Frage, welche Arten von Plattformen es gibt, mit welcher Zielsetzung, mit welchem Anwenderfeld etc. Genau. Dann möchte ich Ihnen kurz fünf Arten digitaler Stadtplattformen erläutern, die wir im Rahmen der Studie auch etwas eingehender betrachten durften. Am Beginn steht klassisch Stadtwebsites inklusive Serviceportal gemäß OZG. Ich möchte einmal vorausschießen, dass sich bei der Studie nicht um eine Studie zur Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes handelt. Es ist aber allgemeinhin bekannt, dass auch nach der Änderung des Gesetzes 2023 der Druck auf den Kommunen in der Umsetzung weiterhin bestehen bleibt. Wir haben uns also umgeschaut, in welchen Kommunen es denn eigentlich mit den Serviceportalen besonders gut läuft, und sind dabei auf die Landeshauptstadt Schwerin aus Mecklenburg-Vorpommern gestoßen, haben mal gefragt, welche Aufgaben die Kommune da eigentlich übernommen hat. Das Wichtigste bei der Auswahl des passenden Produktes für das Serviceportal war wohl dabei die Auswahl des zugehörigen Formularservers. Der Formularserver ist quasi der zentrale Speicherort für unterschiedliche Sortimente an digitalen Formularen. Da gibt es eine diverse Landschaft an Anbietern. Es war also wichtig, genau zu filtern, welche Formulare da in welcher Form schon verfügbar sind. Und dabei wurde darauf geachtet, dass Serviceleistungen mit hoher Nutzerinnenfrequenz gut funktionieren. Das waren in Schwerin beispielsweise das Bewohnerparken, Personenstandsurkunden, die Hundesteuer, Sorgerechtsbescheinigungen oder Schulanmeldungen. Und indem man natürlich von vornherein derartige Serviceleistungen mit hoher Frequenz anbietet, fördert man auch die Annahme der digitalen Serviceplattform, des Serviceportals bei den Bürgerinnen. Das Portfolio wird dann natürlich laufend erweitert. Ein wichtiger Service-Tipp, der uns aus Schwerin mitgegeben wurde, ist, dass natürlich es bei derartigen Service-Portalen viel um die Benutzerfreundlichkeit geht, dass die aber von beiden Enden
gedacht werden muss. Denn das Serviceportal ist ja eine Schnittstelle zwischen Antragsteller und Sachbearbeiter auf der anderen Seite. Und damit das Serviceportal gut funktioniert, ist deswegen ein enger Dialog bei jeder zu digitalisierenden Serviceleistung mit dem zuständigen Fachbereich und den zuständigen Sachbearbeitern essentiell, sodass die Abwicklung jeder Dienstleistung auf beiden Seiten problemlos funktionieren kann. Eine weitere Art digitaler Stadtplattform, die wir uns angeschaut haben, sind die sogenannten Bürger-Apps. Bürger-Apps haben in der Regel das Ziel, zu einer Verbesserung des Informationsaustauschs zwischen Kommune und der Stadtgesellschaft beizutragen, indem aktuelle Informationen bereitgestellt werden. Und beim Begriff App ist eigentlich eine der ersten Assoziationen, die viele Personen haben, sogenannte Native Apps. Das bedeutet Download Apps, also Apps, die in einem bestimmten App Store zur Verfügung gestellt werden, für ein bestimmtes Betriebssystem, beispielsweise Android oder iOS, speziell entwickelt wurden und dann auf das jeweilige Endgerät installiert werden. Das hat häufig den Vorteil, dass systemspezifische und auch rechenintensive Angebote umgesetzt werden können. Eine Alternative dazu, da haben wir auch ein Best-Practice-Beispiel aus Niedersachsen gefunden, nämlich die Web-App der Stadt Dinklage, ist es eine eben sogenannte Web-App, eine browserbasierte App zu veröffentlichen. Der Unterschied zur Download-App ist, dass es sich bei der Web-App schlicht und ergreifend um eine für die mobile Anwendung speziell designte Internetseite handelt. Das heißt, ich brauche nur ein Endgerät mit einem funktionierenden Internetbrowser, kann darüber die App öffnen und habe quasi die gleiche Nutzererfahrung wie bei einer Download-App. Es umgeht aber die Anforderungen, die die Anbieter der Betriebssysteme mobiler Endgeräte an Apps stellen, und kann über jedes Endgerät, das über einen Internetbrowser geht, eben aufgerufen werden. Service-Tipp hier ist auch aus Dinklage, dass die Veröffentlichung einer App vor der finalen Fertigstellung gar nicht als Problem zu betrachten wäre, sondern dass die App-Entwicklung eine laufende Aufgabe ist, die auf der Verbesserung der Nutzer-Experience und damit eben auch dem Feedback der Nutzenden beruhen sollte. Wir kommen im nächsten Schritt zur digitalen Beteiligungsplattformen als Formen digitaler Stadtplattformen, deren Ziel es in der Regel immer ist, auf die wachsende Forderung nach politischer Teilhabe und Partizipation aus der Gesellschaft gerecht zu werden. Wir befinden uns damit sozusagen auch im Bereich der kommunalen Dienstleistungen und haben da ein Best-Practice-Beispiel aus Nordrhein-Westfalen gefunden, nämlich die Serviceplattform Detmold mitgestalten. Die hat sich dadurch ausgezeichnet, dass es eine der ersten Kommunen in Deutschland war, die die Open-Source-Beteiligungssoftware Consul verwendet hat. Open-Source suggeriert von der Begrifflichkeit zunächst, dass es sich dabei um ein kostenloses und dadurch beliebig oft vervielfältigbares Angebot handelt. Das ist allerdings ein Trugschluss, denn Open Source ist in dem Fall nur der grundlegende Quellcode der Beteiligungsplattform und der Beteiligungssoftware. Unterschiedliche Unternehmen in der Bundesrepublik haben diese Quellcodes bereits in unterschiedlicher Weise editiert und weiterentwickelt, um sie auf bestimmte Arten von Beteiligungsformaten, die Kommunen digital realisieren wollen, zuzuschneiden. Das bedeutet, dass Kommunen bei Initiierung digitaler Beteiligungsplattformen sehr genaue Vorstellungen davon haben sollten, welche Arten von Beteiligungsformaten sie denn realisieren wollen. Denn die Verwendung des gleichen Quellcodes, der Open Source sein kann, den man vielleicht bei einer anderen Kommune gesehen hat, setzt nicht automatisch die Verfügbarkeit der Funktionen gleich, die diese andere Kommune möglicherweise bereitstellt. Dazu ist allerdings ein wichtiger Service-Tipp, dass es bereits IT-Dienstleister gibt, die den
Nutzerinnenpool ihrer Betriebssoftware in eine Community gefügt haben, die sich zu regelmäßigem Wissensaustausch trifft und die Möglichkeit bietet, allen Kommunen, die Teil dieser Nutzer-Communities sind, Funktionen der jeweils anderen Kommunen zu übernehmen. Im laufenden Prozess bleibt die redaktionelle Verantwortung, wie so oft bei digitalen Stadtplattformen, bei der Kommune. Gerade bei Beteiligungsplattformen ist da natürlich darauf zu achten, dass das Auswerten und Interpretieren von Beteiligungsergebnissen sehr personalintensiv ist und entsprechend einen Hauptverantwortlichen braucht. Also die Digitalisierung der Beteiligung, die Personalressourcen dadurch nicht stark minimiert. Wir kommen zum Punkt lokale digitale Marktplätze und ändern damit das Anwendungsfeld vom Bereich kommunale Dienstleistungen zum Bereich Gewerbe und Handel. Digitale Marktplätze, lokale digitale Marktplätze sind in der Regel eine Reaktion auf den voranschreitenden Strukturwandel im Einzelhandel, der bekanntermaßen Innenstädte in der ganzen Bundesrepublik bedroht bzw. zu häufigerer Leerstandsbildung führt. Der Grund ist eben, also einer der Gründe, eine Umsatzverschiebung des Einzelhandels in den Bereich E-Commerce. Und darauf kann mit lokalen digitalen Marktplätzen reagiert werden. Es wird dabei in zwei Arten digitaler Marktplätze unterschieden. Es gibt Vermittlungs- und es gibt Verkaufsplattformen. Vermittlungsplattformen liefern quasi eine Informationsbasis zur Kontaktaufnahme auf unterschiedliche Art und Weisen mit Händlerinnen und Händlern. Es gibt gegebenenfalls digitale Schaufenster oder zusätzliche Infos über Serviceangebote. Die Verkaufsplattform ist einen Schritt höher und hat, um diesen Schritt zu machen, allerdings eine maßgebliche Schwelle im Weg, denn auf Verkaufsplattformen ist in der Regel die Warenverfügbarkeit der Betriebe online einsehbar und das erfordert digitale Warenwirtschaftssysteme. Wenn man die unterschiedlichen Angebote mehrerer lokalen Händler dann auf einem digitalen Marktplatz vereinen möchte, dann ist zusätzlich erforderlich, dass diese Warenwirtschaftssysteme mit der jeweiligen digitalen Plattform lokaler digitaler Marktplatz Überschneidungen schaffen können. Es bietet allerdings die Möglichkeit, Angebote wie beispielsweise Online-Shops oder, und das ist eigentlich noch wichtiger, Click-and-Collect-Angebote anzubieten. Ist, denke ich, zwischenzeitlich auch ein bekannter Begriff. Der Grund dafür ist, dass lokale Shops auch als Reaktion auf eigentlich diese Verschiebung zum E-Commerce eigentlich nie eine wirklich attraktive Alternative zu den global agierenden Konkurrenten darstellen können. Das ist aber auch nicht das Hauptziel digitaler Marktplätze. Es geht eher darum, auf eine Veränderung im Kaufverhalten der Konsumentinnen und Konsumenten zu reagieren, die darauf basiert, und man kennt das vielleicht auch von sich selbst, dass man, bevor man einen Kauf tätigt, zwischenzeitlich gerne im Netz recherchiert, welche Anbieter habe ich zur Verfügung oder vielleicht noch detaillierter, welche Angebote stehen mir zur Verfügung. Und digitale Marktplätze, lokale digitale Marktplätze sollten eben darauf abzielen, an diesem Punkt anzusetzen und Angebote und Anbieter sichtbar zu machen, um von dem sogenannten ROPO-Effekt profitieren zu können. Das heißt Research Online, Purchase Offline. Es geht also darum, mit digitalen Marktplätzen einen zusätzlichen Besuchsgrund für Innenstädte zu schaffen und nicht den Umsatz der Einzelhändler lokal online zu erhöhen. Ein besonderes Beispiel einer Vermittlungsplattform sind virtuelle Innenstädte basierend auf 360 Grad Kugelpanoramen. Und da bin ich auch froh, dass Herr Wulsig aus Walsrode heute bei uns ist und nachher noch über die Plattform walsrode.online berichten wird. Denn 360 Grad Kugelpanorama, vielleicht erstmal ein bisschen abstrakter Begriff. Es geht darum, einen interaktiven Stadtspaziergang machen zu können, indem man sich von einem beweglichen Panoramabild
zum nächsten klickt und dabei dann gegebenenfalls sogar unterwegs in die vorhandenen Geschäfte von Händlerinnen und Händlern blicken kann. Das setzt eine sehr intensive Abstimmungsarbeit mit den Händlerinnen im Vorfeld voraus und ist teilweise auch mit hohen Kosten in der Startphase verbunden. Was das angeht, möchte ich aber gar nicht so viel vorweggreifen, da wir das Praxisbeispiel aus Walsrode nachher noch eingehend vorgestellt bekommen. Gut, dann mache ich weiter. Und zwar möchten wir auch noch auf einen Teil der Ergebnisse aus der Online-Umfrage eingehen, die ich ja vorhin schon angemerkt habe. Zum einen, es haben insgesamt 65 Kommunen an der Umfrage teilgenommen. Das hat uns sehr gefreut. Sie wurde durchgeführt im April und Mai diesen Jahres. Besonders gut vertreten sind dabei die Amtsbereiche Leine, Weser und Weser-Ems. In der rechten Grafik, In der rechten Grafik sieht man, dass vor allem Kommunen teilgenommen haben, die bis zu 20.000 Einwohnerinnen zählen, was uns auch zeigt, dass vor allem in diesem Bereich ein Interesse an dieser Studie liegt und an diesem Thema generell. Dann zu der Frage, welche Arten digitaler Stadtplattformen denn jetzt aktuell Verwendung finden in Niedersachsen, zeigt sich, dass es vor allem die Stadtwebsite inklusive Serviceportal gemäß OZG. Das ist auch wenig verwunderlich. Man sieht allerdings auch, 10 Kommunen haben hier keine Angabe gemacht. Dafür gibt es verschiedene Gründe, unter anderem, aber scheitert es an dem Fall wirklich am OZG noch. Abgesehen davon sind vor allem Bürger-Apps und digitale Beteiligungsplattformen interessant. Damit sind es vor allem Plattformen, die als Schnittstelle zwischen Bürgerinnen und eben der Kommunalverwaltung dienen. Andere Angebote, seien es jetzt digitale Marktplätze, Augmented Reality Apps oder auch virtuelle Innenstädte, sind zwar auch vorhanden, scheinen allerdings aktuell zumindest noch nicht ganz so interessant zu sein. Dann haben wir auch gefragt, mit welchem Ziel bestimmte Plattformen verwendet wurden, weil es manchmal nicht ganz von vornherein klar ist. Man sieht, der wichtigste Grund ist es, kommunale Dienstleistungen digital anzubieten, ganz unten, vor allem über die Stadtwebsite, aber auch erweitert durch die Bürger-App. Andere wichtige Gründe sind einmal, die Beteiligung der Bürger zu ermöglichen und den Tourismus zu stärken. Abgesehen davon möchte ich hier auch nochmal auf die Augmented Reality Apps hinweisen. Die gibt es zwar, oder zumindest haben in der Umfrage nur 3 Kommunen gesagt, nur 3-mal. Aber trotzdem werden sie dafür verwendet, den Tourismus zu stärken und vor allem die nicht kommerzielle Erlebbarkeit der Innenstadt zu fördern. Sollte sich also jemand die Frage stellen, wie die Innenstadt konsumfrei gestaltet werden kann, dann können wir auf AR-Apps verweisen. Genau, als nächstes wollten wir herausfinden, ob die Kommunen mit dem laufenden Betrieb von digitalen Stadtplattformen überlastet sind, einmal finanziell und einmal auch personell. Auf der linken Seite finanziell fanden wir schon ein wenig überraschend, gibt es vor allem keine Belastung. Fast 2/3 der Kommunen haben gesagt, es gibt keine Belastung. Bei der personellen Belastung in der rechten Grafik schaut das alles ein wenig anders aus. Hier sagen 2/3, ja, es gibt eine teilweise bis durchgehende Belastung. Das heißt, hier kann man sich schon fragen und hier kann man sich bei dem Bereich anschauen, wie hier eventuell entgegengewirkt werden kann. Dann auf der nächsten Folie, beziehungsweise in dem nächsten Themenbereich, wollten wir wissen, ob Aufgaben auch ausgelagert werden können. Links sehen wir dafür einmal die technische Umsetzung und da ist die klare Antwort ja. Die meisten Kommunen lagern diese Aufgabe aus auf externe Unternehmen. Was den Betrieb angeht, auf der rechten Seite, sieht man jedoch genau das Gegenteil. Der Betrieb bleibt nämlich vorerst Aufgabe der Kommunalverwaltung. Wenn man jetzt bedenkt, was ich gerade gesagt habe, nämlich dass vor allem die personelle Überlastung ein Problem sein könnte, kann man sich hier fragen, ob denn nicht auch der Betrieb in Zukunft auf externe Unternehmen ausgelagert werden könnte oder sollte. Dann, um noch einen Blick in die Zukunft zu schauen, haben wir gefragt, welche zusätzlichen Stadtplattformen aktuell geplant sind. Hier sieht man, es sind wieder vor allem Bürger-Apps und digitale Beteiligungsplattformen, mit anderen Worten immer noch diese Plattformen, die eben eine Schnittstelle zwischen Bürger und Kommune darstellen. Andere Arten, seien es Marktplätze, virtuelle Innenstadt etc., sind auch in Planung, aber noch nicht ganz so angekommen wie eben Bürger-App und digitale Beteiligungsplattformen bzw. Website. Dann stellt das Ganze natürlich auch immer eine Frage der Finanzierung dar.
Daher einmal die Frage, wie viel die Kommunen bereit sind, selbst Finanzmittel in die Hand zu nehmen für den Aufbau und den Betrieb von Stadtplattformen. Die Hälfte hat hier leider nicht geantwortet, aber aus dem restlichen Rücklauf lässt sich erkennen, dass es hier maximal bis zu 20.000 Euro geht. Genau, oder eher darunter. Damit kommen wir eigentlich auch schon zur Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse anhand der anfangs genannten drei Forschungsfragen. Clara Henn hat das gerade bei Beschreibungen der Ergebnisse der Umfrage eigentlich schon beantwortet. Welche digitalen Stadtplattformen finden aktuell in niedersächsischen Klein- und Mittelstädten Anwendung? Deswegen mache ich das kurz. Aktuell das Anwendungsfeld kommunale Dienstleistungen auf jeden Fall klar im Fokus. Die Kommunen interessieren sich vorwiegend für die Entwicklung von Schnittstellen zur Bürgerschaft, wie Serviceportalen, Bürger-Apps und digitalen Beteiligungsplattformen. Die Frage 2, die sich eher auf das Anwendungsfeld Gewerbe und Handel bezieht, nämlich welchen Beitrag kann welche Art von Plattform zielgruppenspezifisch zur Behebung struktureller Mängel in Innenstädten leisten, kann damit beantwortet werden, dass digitale Marktplätze und virtuelle Innenstädte erwiesenermaßen einen maßgeblichen Beitrag zur Sichtbarkeit und Bekanntheit vorhandener innerstädtischer Angebote liefern können und dadurch über den ROPO-Effekt Konsumentinnen einen Besuchsgrund für die Innenstadt liefern. Es geht also insbesondere darum, Sichtbarkeit zu erhöhen. Das kann auch durch Bürger-Apps und Stadtwebsites als Vermittlungsplattformen passieren. Letztlich ist eine wichtige Aussage im Zusammenhang mit dem Anwendungsfeld Gewerbe und Handel, dass auch wenn die Händlerinnen und Händler maßgebliche Profiteure dieser digitalen Stadtplattform sind, die Initiative zur Entwicklung in der Regel bei den Kommunen bzw. häufig auch beim lokalen Stadtmarketing liegt, da nämlich die EinzelhändlerInnen, die ohnehin schon durch krisenbehaftete Zeiten gehen, in der Regel im laufenden Geschäftsbetrieb nicht die Möglichkeiten haben, auch noch den gemeinsamen Aufbau lokaler digitaler Marktplätze zu koordinieren und umzusetzen. Welche Schritte sind zum erfolgreichen Aufbau und Betrieb derartiger Plattform notwendig? Hier sei gesagt, dass es eigentlich eine klare Arbeitsteilung gibt. Die Kommunen müssen passende Betreibermodelle finden. Dazu haben wir jetzt auch bei Beschreibung der unterschiedlichen Plattformarten ein paar Best-Practice-Beispiele genannt, an denen man sich orientieren kann, die wir auch in der Handreichung nochmal aufzeigen werden. Der technische Betrieb ist auf externe Dienstleister auszulagern, beziehungsweise das ist sehr zu empfehlen, was teilweise entgegen der Rückmeldungen aus der Befragung geht, da es da doch eben Kommunen gab, die den Betrieb in der Hinsicht bei sich selbst gesehen haben. Die Kommunen übernehmen bei der Entwicklung eigentlich eher inhaltliche Aufgaben, also koordinieren zwischen den beteiligten Akteurinnen und Akteuren und übernehmen natürlich die Finanzierung. Im laufenden Betrieb ist es dann eine redaktionelle Aufgabe, die im engen Dialog mit dem tatsächlichen technischen Betreiber der Plattform stattfindet, laufend inhaltlich weiterentwickelt werden kann und das auf eigentlich der Basis, dass digitale Stadtplattformen häufig bei der Veröffentlichung noch nicht als fertiggestellt und perfekt ausgereift betrachtet werden sollten oder müssen, sondern dass es wichtig ist im Verständnis, dass es sich hier um eine laufende Aufgabe handelt, die auf Basis der Erfahrungen mit der Nutzer-Experience der Anwenderinnen und Anwender fortgeführt werden sollte. Damit bedanke ich mich herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und wir sind gespannt auf die spätere Diskussion und jetzt gerne zu Rückfragen bezüglich des Verständnisses. Gut, vielen Dank, Frau Henn und Herr Pulauke, bis hierher. Ich persönlich als jemand, der das nicht als Kernkompetenz sieht, konnte sehr gut folgen. Ich glaube, es ist eine sehr klar strukturierte Präsentation, eine Studie mit sehr nachvollziehbaren Ansätzen und Durchführung. Aber natürlich, wir haben es Ihnen angeboten, wenn es noch Nachfragen gibt, dann tippen Sie die gern kurz in den Chat, dann greifen wir das möglichst schnell auf. Ich habe noch
Zwei Hinweise. Sie wissen, diese Veranstaltung wird auch wieder aufgezeichnet und ist dann auf der Seite des MB zu finden über die Startseite und den Pfad Stadtland Fokus. Da können Sie diese Veranstaltung finden und natürlich auch noch alle weiteren. Die Präsentationen von heute können diesmal leider aus verschiedenen Gründen nicht präsentiert werden. Aber wer Interesse hat, der wende sich bitte auch gern im Chat an Frau Wilkens-Kasper. Dann kann man in direkter Rücksprache die Präsentation zusenden, beziehungsweise in einer angemessenen und abgestimmten Form. Das sollten Sie wissen für heute. Und ich sehe im Moment im Chat noch keine weiteren Fragen. Ich gehe mal davon aus, dass es den meisten Menschen so ergangen ist wie mir. Verständnis total klar. Und im Austausch gibt es da bestimmt noch ein paar Punkte, gerade auch Erfahrungswerte, könnte ich mir vorstellen, die wir nochmal aufgreifen. Dann belasse ich das in diesem Punkt mal so. Wenn ihr noch was Frau einfällt, Schulz? Sie wissen, ja, Frau Wilkens. Da gibt es jetzt Fragen, eine von Frau Fischer. Gibt es Studienbelege, dass der Ropo-Effekt funktioniert? Digitale Sichtbarkeit, mehr Zulauf in der Innenstadt. Dankeschön. Gerne. Also wir haben uns in diesem Zusammenhang, also ich beantworte jetzt einfach mal die Frage. Ja. Wir haben uns in diesem Zusammenhang vor allem mit den verschiedenen Experten unterhalten. Eine Studie selbst gerade nicht, aber wir sind da ganz genau darauf eingegangen, haben gefragt, funktioniert das wirklich? Geben die Händler diese Rückmeldung? Und da wurde eindeutig gesagt, ja, es funktioniert. Also es gab einige Händler, die gesagt haben, sie haben Kunden, die kommen rein und sagen, wir haben online gesehen, es gibt diesen Laden und deswegen komme ich jetzt her, um mir das vor Ort anzuschauen. Genau, daher kommt diese Expertise. Besten Dank. So, mein Chat funktioniert übrigens auch, nur offensichtlich etwas langsamer als der von Frau Wilkens-Kasper. Gut, dann warte ich noch mal einen Moment, ob hier noch ein bisschen verzögert was einläuft. Frau Fischer bedankt sich schon mal für die Antwort. Gut, dann lasse ich Sie noch einen Moment überlegen. Wie gesagt, Sie können das auch jederzeit noch einfügen. Wir nehmen das auch später noch auf. Und dann machen wir doch gleich mal den Bogenschlag zu Herrn Wulsig. Sie werden auch natürlich erkennen, es gibt ganz klar eine der erwähnten Plattformen, die Frau Henn und Herr Polauke erwähnt haben. Und Herr Wulsig bedient das in Walsrode ganz hervorragend. Heiko Wulsig, Abteilungsleiter im Bereich Kultur, Sport und digitale Mobilität. Und in diesem Rahmen ist er mit seiner digitalen Stadtplattform Walsrode Online heute vertreten. Und wir freuen uns sehr darauf, Ihre Erfahrung und Ihre Entwicklungsgeschichte zur Stadtplattform zu hören. Bitte sehr, Herr Wulsig. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, man kann mich gut hören. Ja. Ja, sehr gut. Okay. Gut. Ja, erstmal vielen Dank für die Möglichkeit und auch schon für die Einblicke aus der Studie. Genau, und ich wollte mal ein Praxisbeispiel vorstellen. Digitale Stadtplattform Walsrode.online wurde ja oben schon erwähnt. Ich würde das so in der Kategorie Vermittlungsplattform eigentlich einordnen. Und ja, wurde ja auch schon ein bisschen gesagt, dass es so eine virtuelle Version unserer Stadt praktisch darstellt. Genau. Ich würde zunächst aber noch mal gerne, wenn jetzt das Ganze hier... Ah, jetzt kommt das auch ein bisschen. Genau, ich wollte einfach noch mal kurz, bevor ich da reingehe, einmal kurz vorstellen, Stadt Walsrode, worum geht es da eigentlich? Welchen Bereich betrifft das eigentlich? Hatten Sie eben schon gesagt, ich leite hier in der Abteilung Kultursport, aber vor allem digitale Mobilität. Und in dem Bereich spielt sich das Ganze ab. Dann versuche ich einmal live in die Plattform reinzugehen. Ich hoffe, das funktioniert alles. Und gebe noch mal so ein bisschen einen Ausblick, was wir eigentlich noch in dem Bereich vorhaben. Genau, ganz kurz zu Walsrode. Also wir sind so ziemlich mittig in Niedersachsen, haben 30.000, etwas mehr als 30.000 Einwohner. Sind so ein bisschen geprägt dadurch, dass wir relativ viele Ortschaften haben, die auch zu Walsrode gehören. Also von den 30.000 Einwohnern sind etwa 10.000 in der Kernstadt und der Rest in den 30 Ortschaften. Von daher auch eher ländlich geprägt. Im Innenstadtzentrum haben wir etwas mehr als 100 Einzelhandelsbetriebe, um die es auch gleich vorrangig geht. Aber natürlich auch Gastronomiebetriebe und Dienstleister. Auf der rechten Seite so ein paar Eindrücke, rechts oben der Klostersee, unser altes Rathaus links unten, und wer mal nach Walsrode kommt, sollte auch ins Heidemuseum gehen, das ist auf der rechten unteren Seite. Genau,
Warum habe ich mich damit eigentlich beschäftigt? Also ich, wie gesagt, ich arbeite unter anderem im Bereich digitale Mobilität. Ist übrigens ein Projekt, was über Zukunftsräume mal entstanden ist hier in Walsrode. Dort haben wir praktisch ein Projekt aufnehmen lassen vor etwa 3 Jahren, sich eben mit Digitalisierung zu beschäftigen und Mobilität. Eins davon waren eben auch die plattformbasierten Angebote zu schaffen in Walsrode. Aber mehrere Themen auch. Will ich jetzt auch gar nicht drauf eingehen, weil so viel Zeit haben wir nicht. Hier noch so ein paar Beispiele, an denen wir arbeiten, wenn sich darüber jemand auch nochmal unterhalten will. Also ganz einfache Sachen wie die WLAN-Hotspots, die wir in Walsrode eingerichtet haben. Wir haben LoRaWAN-Funknetzwerk eingerichtet, Coworking Space hier eingeführt und beschäftigen uns im Bereich Mobilität vor allen Dingen mit dem Thema Radverkehr. Auch was, wo wir viele Dinge machen. Aber wie gesagt, heute soll es eigentlich um den Themenbereich digitaler Marktplatz gehen und darüber würde ich jetzt eigentlich auch nur sprechen. Genau, da auch nochmal, bevor ich dann wirklich reingehe, das ist nicht etwas, was wir hier alleine in der Kommune gemacht haben, sondern vor allen Dingen das Stadtmarketing hier in Walsrode. Ich glaube, das Interview von dem Team wurde auch mit meinem Kollegen Rainer Plötz vom Stadtmarketing geführt, der eigentlich auch noch mehr involviert war. Aber es war eine gemeinsame Initiative und er hatte heute keine Zeit, deshalb habe ich gesagt, ich kann es gerne heute vorstellen. Worum ging es? Es ging letztendlich darum, eine digitale Darstellung von unseren etwas mehr als 100 lokalen Einzelhändlern und Dienstleistern hier in der Stadt Walsrode darzustellen. Das Ganze ist entstanden während der Corona-Pandemie, wo wir halt gemerkt haben, dass vor allen Dingen auch der lokale Handel nicht mehr die Präsenz hat und nicht mehr den Zuspruch bekommen hat, wie gewohnt, und wir halt überlegt haben, zusammen mit dem Stadtmarketing, was können wir tun? Und da war das eben eine der Maßnahmen, die wir da initiiert haben, vor allen Dingen so als Werbemaßnahme, diese Porträtvideos zu schaffen und auch diese 360-Grad-Ansichten zu erstellen und auch sowas wie eine Suchfunktion zu erstellen, dass man, wenn man Walsrode nicht kennt und nicht weiß, wo man hingehen muss, um zum Beispiel eine Schuhe zu kaufen, dass ich darüber dann die Geschäfte finde, und das Ganze dann auch sozusagen dahin geleitet werde und ich eben interaktiv durch die Stadt theoretisch wandern kann, das auch mit Hilfe von Drohnenaufnahmen. Wie gesagt, ich zeige auch gleich jetzt oder ich zeige es jetzt mal, wenn es funktioniert, auch mal, wie das Ganze aussieht und dann kann ich auch noch mal ein bisschen mehr zu den Ergebnissen und so weiter was sagen. Genau. So, ich bin gespannt, ob das klappt. Ich hoffe, man kann jetzt meinen Bildschirm sehen, den Browser. Vielleicht gibt mir noch einer ein Signal, ob das klappt. Das kann man sehen, ja. Sehr gut, danke. Genau, also das ist eigentlich die Eingangsmaske von walsrode.online. Wie gesagt, das ist eine Webseite im Grunde genommen. Im Hintergrund läuft hier schon ein Video. So eine kleine Besonderheit ist auch, also wir haben ja diese Porträtvideos von den Geschäften erstellt. Jedes Mal, wenn man die Webseite öffnet, kommt auch ein anderes Video. Also wenn ich jetzt hier nochmal aktualisiere, kommt halt dementsprechend das nächste Geschäft, was im Hintergrund schon am Laufen ist. Jetzt noch ohne Ton. Später kann man sich die Videos natürlich anschauen. Hat auch da so ein bisschen den Effekt, dass jedes Mal, wenn man die Webseite aufmacht, man eigentlich was Neues sieht. Ne? Genau, und dann kann man verschiedene Wege eigentlich hier gehen, um die Stadt kennenzulernen. Ich kann ganz einfach hier zur Übersicht gehen, wo ich in so einer Kachelform dann die einzelnen Geschäfte dargestellt sehe, wo ich mir die dann praktisch anschauen kann. Ich kann aber auch, und das zeige ich jetzt auch nochmal, weil es eigentlich auch so eine kleine Besonderheit ist, wenn die nochmal zurück zur Startseite gehen, hier zu dieser Vogelperspektive wandern, weil wir das Ganze eben wirklich ja auch professionell mit Drohnenaufnahmen gemacht haben. Das heißt, wenn ich hier auf diese Vogelperspektive gehe, habe ich hier so eine Ansicht, auf der ich auch wandern kann. Ich kann das Ganze nach rechts, nach links drehen. Ich kann auch hier zum Beispiel rein zoomen in die Stadt und mich da bewegen und kann dann eben, kann hier auch noch zu anderen Bereichen. Also ich kann jetzt mal schon zum Klostersee oder zum Gewerbegebiet wandern. Und die ganzen roten Punkte hier sind alles Einzelhändler oder Dienstleister, die ich praktisch mir anschauen kann. Wenn ich da jetzt draufklicke, wandert er praktisch zu der Startseite, in dem Fall jetzt vom Kaufhaus GNH. Und auch hier kann ich mich eigentlich aufgrund der Drohnenaufnahmen, die wir gemacht haben, jetzt relativ frei bewegen.
Ich kann, indem ich hier auf diesen Pfeil klicke, auch in das Geschäft reinwandern, kann dann hier drin sehen, wie es eigentlich aussieht. Was gibt's da eigentlich in dem Geschäft, wenn ich noch nie da war, sozusagen? Und kann hier mich auch innerhalb des Geschäftes bewegen, ne? Dann, um das Ganze dann auch noch den Nutzen zu machen, ich muss mir diesen hier wegkriegen, so, gibt's halt hier verschiedene Sachen. Zum einen, also wir hatten ja vorher gesagt, das ist eigentlich eine Vermittlungsplattform. Das ist nichts, wo ich jetzt direkt einkaufen kann. Die Idee gibt sicherlich auch, das mal in die Richtung weiterzuentwickeln, aber aufgrund der Komplexität sind wir da noch nicht. Aber was ich machen kann, hier sind sozusagen Links hinterlegt. Wenn ich jetzt die Shops wie dieses GNH-Beispiel haben, ihre eigenen Online-Shops. Das heißt, ich kann mit einem relativ einfachen Klick jetzt zum Beispiel auch zum Online-Shop von diesem Kaufhaus GNH wandern, wo ich dann auch deren Online-Angebot wahrnehmen kann. Aber jetzt sind wir nicht mehr auf der Walzrode Online-Plattform, sondern wirklich da hingesprungen mit einem einfachen Link. So, und dann, das hatte ich ja zu Beginn auch gesagt, haben wir auch immer Videos gedreht. Und ich will das mal so ein bisschen anspielen. Das sind immer so kurze Porträtvideos eigentlich von den Geschäften, um einmal das Geschäft darzustellen. Aber nicht nur das Geschäft so mit dem Rumwandern, sondern vor allen Dingen auch die Mitarbeiter und die Geschäftsinhaber. Ne? Wir gucken mal nicht das ganze Video an, aber ich lasse mal so einen ganz, ganz kurzen Teil von. Ja, das Besondere am Kaufhaus GNH hier in Walsrode ist, denke ich mal, unsere Abteilung, die wir haben. Mit der Spielwarenabteilung, der Schreibwarenabteilung, den Büchern und so weiter. Die große Auswahl. Ja, ich denke mal, wir sind ein Haus für die Familie. Und wenn denn die Kunden zu mir kommen und sagen, Frau Neuhäuser, Ihr Team ist wirklich hervorragend, das ist natürlich das, was mich auch den Stolz macht. Jeder Tag ist eine Herausforderung. Was kommt, was müssen wir meistern? Und das macht es eigentlich auch. Genau. So, ich hoffe, die Qualität war so gut, dass man das gut mitbekommen konnte. Aber es ging halt, hat man gesehen, auch darum, nicht nur jetzt einfach durchs Geschäft durchzugehen, sondern in so kurzen Spots, die nicht länger als 40, 50 Sekunden sind, eigentlich so ein bisschen auch das Geschäft vorzustellen und die Leute, die da sind, dass man halt mehr so auch ein Bild von dem lokalen Handel dann bekommt. Diese Videos sind dann halt auch immer hier auf dieser Plattform zu finden. Auch noch ein wichtiger Hinweis, die haben wir auch den Händlern zur Verfügung gestellt. Die haben wir auch durchaus in anderen Social Media, also auf ihren Insta-Kanälen dann verbreiten können. Wir hatten auch als Stadt Walsrode unseren YouTube-Kanal, wo wir die Videos auch noch benutzt haben. Also wir sind nicht nur auf dieser Plattform. Genau. Habe ich noch was Wichtiges vergessen? Nee, das sind im Grunde genommen so ungefähr die Funktionen, die es gibt. Und wie gesagt, es sind also vor allen Dingen die Einzelhändler, die da sind. Aber es sind auch Sachen drin, wie zum Beispiel die Kirche, die Stadtkirche von Walsrode, durch die ich wandern kann. Ist auch sowas, was ich jetzt, weil die Geschäfte so als Walsrode kennt man natürlich, die hauptsächlich wie Kaufhaus GNH kennt man natürlich, aber es gibt auch durchaus Sachen, wo man vielleicht noch nicht drin war. Ne? Wir haben zum Beispiel eine neue Tanzschule, Step and Jam heißt die. Da fand ich es persönlich zum Beispiel ganz interessant, dass ich dann da auch mir einfach mal angucken könnte, wie sieht's denn da drin aus? Ne? Weil da geht man vielleicht dann jetzt nicht einfach so rein und gucken oder so, ne, sondern man kann schon mal online gucken, wie sieht's da eigentlich aus, was für Räume haben die eigentlich, und auch zu denen gibt's natürlich ein Video, wo die sich vorstellen, wer dazugehört. Da ist es dann schon so ein Beispiel, wo man eigentlich dann ja auch mal Bereiche kommt, in die man nicht so häufig dann, sag ich mal, ist, um sich erstmal ein Bild zu machen. Genau, so viel zu der Plattform, dass man mal eine Idee bekommen hat, wie das Ganze aussieht. Und dann vielleicht nochmal ja, zwei, drei Punkte, die nochmal zu ergänzen, warum haben wir das Ganze eigentlich gemacht? Genau, es ging vor allen Dingen in der Pandemiezeit darum, die Sichtbarkeit der ortsansässigen Geschäftswelt zu erhöhen, eine Werbemaßnahme da vor allen Dingen zu machen, eine persönliche Vorstellung der Geschäftsinhaber, habe ich ja eben schon gesagt, und halt vor allen Dingen sowas zu schaffen, so ein und sowas, wo man praktisch als Walsroder oder auch als Besucher die Stadt kennenlernen kann, zu jeder Zeit, 24 Stunden. Das ist ja auch eigentlich so ein Thema, was der Onlinehandel mehr hat, als wenn man vor Ort ist. Und eben vor allen Dingen die Unterstützung des lokalen Handels. Rechts auch nochmal ein Bild von den Videoaufnahmen, wie das dann so aussah, wenn diese Videos gemacht wurden. Also da war wirklich viel Technik auch im Spiel. Die Drohne ist jetzt, glaube ich, nicht mit drauf, aber
Das war schon hochprofessionell umgesetzt. Ne? Und das vorhin war ja auch Kostenthema. Also das Laufen der Plattform war weniger kostspielig. Mehr kostspielig ist in der Tat bei so einer Sache dann so diese Videoaufnahmen zu machen. Ne? Das ist so die Anfangsinvestition, die man eigentlich tätigen muss. Ein Punkt habe ich hier nochmal aufgeführt, weil das ist, glaube ich, auch so mit das Wichtigste. Es reicht nicht nur, so eine Plattform irgendwie online zu stellen, sondern muss sehr viel dafür tun, damit die Bekanntheit auch da ist. Was haben wir zum Beispiel gemacht? Zu Beginn hat das Stadtmarketing 2000 Papiertüten eigentlich auch im Geschäftsbereich verteilt, mit dem Logo drauf, mit dem Barcode drauf, wie ich da hinkomme. Auch in den Geschäften wurde viel plakatiert. Wir haben einen Kinotrailer geschaltet. Wir hatten auch die ganzen Porträtvideos wurden auch in so einer Vorstellung im örtlichen Kino an einen Abend vorgestellt. Gut, das war mehr für die Händler und Bekannten, aber trotzdem war es was, worüber auch berichtet wurde in den lokalen Zeitungen. Natürlich haben wir Anzeigen geschaltet. Wir hatten auch Social-Media-Auftritte, um das Ganze bekannt zu machen. Unter anderem haben wir auch eine Influencerin hier, die aus Walsrode stammt, aber relativ national unterwegs ist. Die haben wir auch gewinnen können. Und das NDR hat auch eine Reportage darüber gemacht und da auch, sag ich mal, Bekanntheit zu erreichen sozusagen. Genau, das sind so ein paar Maßnahmen. Da geht sicherlich noch mehr. Und also was wir auch gemerkt haben, ist, glaube ich, auch so ein wichtiger Punkt zu Beginn. Als wir es gelauncht haben, haben wir relativ viel Aufmerksamkeit gekriegt. Jetzt ist es so ein bisschen, sag ich mal, ja, nach 2 Jahren sieht man auch in den Nutzerzahlen und so, die wir auch sehen, dass es natürlich so ein bisschen jetzt runtergeht. Und da müssen wir eigentlich auch überlegen, wie wir das wieder noch mehr Belebung reinbekommen in das Ganze. Genau, das ist auch Teil, eigentlich der Hauptteil von meinem Ausblick hier auch. Also klar, einmal bewerben und vermarkten der Plattform, aber auch für uns sind Fragen, wie können wir noch die Funktionen erhöhen, den Kundennutzen noch erhöhen, dass man ja noch mehr Nutzen daraus hat, zum Beispiel durch einen, wir haben schon über unterschiedliche Systeme, man kann es natürlich irgendwann ausbauen zu so einem Shopping-System, was relativ komplex ist. Und nicht so einfach in der Umsetzung, aber man kann auch einfache Dinge, wir haben so Gutscheinsysteme, andere Städte haben wir auch schon gesehen, dass die so digitale Gutscheinsysteme haben, ob man sowas mit einbinden kann, ist sicherlich eine gute Idee. Und was wir auch machen wollen, ist eigentlich die Plattform noch weiterentwickeln, dass man eben nicht nur die Einzelhändler drin hat in diesem virtuellen Rundgang, sondern noch mehr Kulturstätten von Walsrode, auch digitale Führung anbieten kann von Kulturstätten insbesondere. Auch Sportstätten könnte man gut dort zeigen, um den Sportvereinen nochmal eine Unterstützung zu geben, dass die auch da noch mehr Visibilität bekommen. Aber es gibt noch viel mehr Ideen, die wir umsetzen wollen, um das Ganze dann eigentlich auch noch weiter auszubauen. Genau. Und ja, das war es mal so im Schnelldurchlauf. Wenn noch Fragen sind, also jetzt natürlich gleich, aber auch gerne im Anschluss an uns wenden, an die Stadt oder auch an einen Plätz vom Stadtmarketing, der ist auch immer bereit, da noch mehr Inhalte zu geben. Genau. Und das war es auch schon von meiner Seite erstmal. Gut. Besten Dank, Herr Wulsig. Das war natürlich virtuell tipptopp. Da hat man ja einen schönen Eindruck gekriegt. Ich glaube, auch vom Aufwand. Also jeder, der schon mal irgendwie versucht hat, so ein kleines Image-Video zu drehen, der weiß, was das bedeutet, alle vor die Kamera zu kriegen, inklusive Drohnen. Ich habe auch noch so 3-4 Fragen, die ich gern noch besprechen würde, würde aber erstmal gern hier jetzt quasi die Expertenrunde nochmal ins Gespräch bringen. Zum einen, Herr Wulsig, haben Sie im Bereich der Studienpräsentation noch ein- oder zweimal aufgemerkt und gedacht, das ist ein guter Aspekt. Zum einen, ist es bei uns gut gelungen oder zum anderen, da könnten wir nochmal nachsetzen, gerade weil Sie auch drüber nachdenken, wie kann ich es am Leben halten und vielleicht noch ein bisschen erweitern. Und die Frage an Frau Henn und Herrn Polauke, gab es bei dieser Vorstellung was, wo Sie sagen, das geht bei uns auch schon so in Richtung Best Practice oder hier sehen wir noch eine Möglichkeit oder wir erkennen in der Gestaltung ganz klar bestimmte Umfrageergebnisse wieder. Also gab es eine Wechselwirkung so bei den Präsentationen? Ich würde mal bei Herrn Wulsig gerade noch bleiben.
Ja, auf jeden Fall. Also ich fand die Präsentation vorher auf jeden Fall super spannend, weil das natürlich alles Bereiche sind. Also wir haben ja diesen Walzrode.online, aber mit den anderen Bereichen setzen wir uns auch auseinander. Also OZG, und das ist natürlich das, was wir auch machen müssen sozusagen. Das sind auch mehr Kollegen von mir. Was mich da persönlich noch interessiert, und ich mir auf jeden Fall anschauen werde, wenn die Handreichung da ist, sind vor allem die Beteiligungsplattformen. Weil das ist auch was, was wir hier immer wieder diskutieren. Wie man sowas eigentlich umsetzt und wie das auch funktioniert. Also wir haben hier so ein Sag's uns einfach, wo Bürger, sage ich mal, Sachen melden können. Das ist aber relativ simpel auf unserer, also auf Stadt-Webseite. Da stelle ich mir immer die Frage, ob man das noch besser machen kann. Und vor allen Dingen, wie das von den Bürgern auch genutzt wird. Also das ist das Thema, was mich am meisten interessiert noch bei der Studie. Weil es halt eins ist, womit dem ich mich hier auch schon öfter mal auseinandergesetzt habe. Ja. Aber alle Bereiche sind super spannend, und da damit nochmal zu sehen, was für Best Practices da gibt. Und dann natürlich, das kannte ich aber vorher schon, für die Walzrode.online-Plattform auch sowas wie, ja, liefern, sag ich mal, dass man so welche neuen Ideen da integrieren kann. Ich glaube, ich habe Best Practice Ling liefert da irgendwo gesehen. Das hatte ich schon mal irgendwo gehört. Das wird so auch ein Beispiel sein, das ich mir nochmal definitiv anschauen möchte. Ja. Es gibt an Sie auch noch zwei aktuelle Fragen aus dem Chat. Ach, sogar jetzt drei. Ich mache die mal der Reihe nach. Also zum einen ist die Frage an Sie, Herr Wulsig. So, wer betreibt die Plattform? Ist es die Stadt oder ist es das Stadtmarketing? Als Betreiber ist das Stadtmarketing, was ja indirekt so mit Stadt, eigener Verein, aber wir bezuschussen das Stadtmarketing, aber der Stadtmarketing ist so der Betreiber, genau. Jetzt läuft das hier aber sehr zackig ein. Dann nächste Frage. Haben Sie alle Händler und Geschäfte in Walsrode abgebildet oder gab es eine bestimmte Auswahl? Also wir haben allen die Möglichkeit gegeben, mitzumachen. Und klar gab es dann, es gab mehrere Staffeln von diesen Porträtvideos. Das heißt, wir konnten nicht alle auf einmal machen, aber wir sind eigentlich so weit gekommen, dass wir allen, die mitmachen wollten, dann auch die Möglichkeit geben konnten. Auch dank der Förderung. Also das ist auch ein Projekt, was wir über Perspektive Innenstadt gefördert bekommen haben. Dadurch hatten wir dann auch die Mittel, dass alle mitmachen konnten. Ja, aber wir haben es allen eigentlich zur Verfügung gestellt, mitzumachen. Okay, gut. Das heißt, ein Großteil ist dabei und vermutlich nur einige wenige, die aus bestimmten Gründen nicht Ja, oder die wollten. nicht wollten dann, ne, manche, also ist auch durchaus dann, also was ich auch mitbekommen habe, so, also die mitmachen wollten, dann vor diesen Videos, diese Porträtvideos machen, das ist auch ein bisschen Überwindung für die Betreiber von den, nicht jeder möchte so vor so einem Video dann dabei sein, ne? Da haben ziemlich viele mitbekommen, aber diejenigen, die vielleicht nicht mitmachen wollten, waren das vielleicht auch der Grund. Ja. Gut, dann noch eine weitere Frage an Sie. Gab es jemals eine beihilferechtliche Thematik, weil Sie ja auch Fördermittel eingesetzt haben? Ja, gab es. Da hatten wir ja auch viel Kontakt mit der N-Bank, um das zu klären, in welcher Form, was wir auch beachten müssen, dass wir das so umsetzen konnten. Da müsste ich jetzt auch nochmal reinschauen, was genau, weil ein Thema war zum Beispiel auch, dass wir das nicht kostenfrei zur Verfügung stellen konnten, sondern die Händler auch einen Teil mitfinanziert haben dann an der ganzen Sache. Und wie gesagt, ein Teil war auch, wenn ich mich richtig erinnere, sogar, also das hatten wir sowieso so gemacht, aber auch, dass wir allen die Möglichkeit geben, teilzunehmen und wir gerade keine Auswahl irgendwie jetzt stellen konnten, war auch eine Bedingung. So, das erinnere ich mich auch noch gerade dran. Aber es war nicht, und wir haben viele Gespräche mit der N-Bank auch geführt, was Beihilfe angeht, ja. Gut, schön. Es geht aber auch noch weiter an Sie. Ja. Werden im Hintergrund auch Nutzerdaten erhoben, ist die Frage. Nutzerdaten, also von, ich gehe jetzt mal aus, dass die Frage dahin geht, dass, also wenn Bürger sich das Ganze anschauen, was sie sich anschauen oder so. So würde ich es auch verstehen. Ja, Genau, also wer in dem kommt, wie Sinne oft nicht. und wohin? Ja, genau. Nein, ich glaube, dass, also da müsste ich nochmal genau nach. Also was wir natürlich analysieren, ist Anzahl der Nutzer und so weiter. Das sind die Zahlen, die ich nur kenne. Also ich habe jetzt noch keine Zahlen gesehen, dass, oder wer was wie benutzt sozusagen. Ne? Sicherlich, wenn ich auf die Webseite gehe, muss ich da die normalen Einwilligungen auch machen. Aber es werden jetzt, glaube ich, keine Nutzerdaten erhoben, wer sich welches Geschäft anschaut oder so. Was wir erheben über so Google Analytics, was ich sehen kann, ist, wie viele Nutzer gab es,
wo wurde draufgeklickt und so, ne, was man so von Google Analytics so kennt, das ist da im Hintergrund. Ja, müsste ich aber auch nochmal genau nachfragen, um sicher zu gehen. Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht ganz genau. Dazu haben wir Ihren Kontakt noch hier. Das lässt sich vielleicht auch noch auf dem kurzen Dienstweg im Detail regeln. Was mich dabei nochmal interessiert, woran ich noch gedacht habe, im Sinne von Click und Collect, also schon Händler präsent machen, aber trotzdem die Menschen in die Geschäfte holen. Gibt es irgendeine Art von Austausch oder Erhebung, dass die Läden einen erhöhten Besucherandrang erlebt haben, vielleicht zu Beginn der Plattform oder auch im Verlauf? Also ja, wir haben das jetzt nicht irgendwie statistisch erhoben oder so. Das Feedback von den Händlern war sehr positiv, gerade als wir begonnen haben mit dem Thema. Gerade auch also mit der Plattform, aber auch, dass sie die Videos halt auch sonst nutzen konnten sozusagen, dass sie schon auch gesagt haben, dass viele Leute deswegen auch da reingekommen sind und gesagt haben, wir haben das Video oder irgendwo so gesehen. Ne? Aber es sind alles mehr so Aussagen, so Interview-Aussagen, wie auch bei der Studie zu wollen schon durchkam. Ne? Ich habe jetzt keine empirische Erhebung, dass dann und dann so und so viel mehr Leute drin waren. Das kann ich jetzt nicht nachweisen. Aber also das Feedback war sehr positiv von den Händlern. Okay. So, und Sie bleiben noch weiter der Ansprechpartner. Wie viel Zeit wurde in den Aufbau investiert? In wie viel Zeit und wie viel Zeit muss in den laufenden Betrieb der Seite investiert werden? Also wie viel Manpower haben Sie da so dran? Ja. Ist auch keine einfache Frage. Also natürlich war gerade zu Beginn, sage ich mal, um diese Videos zu drehen, das war der große Aufwand. Ne? Also der Betrieb der Plattform, der auch Stadtmarketing macht, beziehungsweise auch einen IT-Dienstleister dafür hat, ist relativ überschaubar. Was da noch passieren muss, ist, wenn ein neuer Händler dazukommt oder ein Video mal abgedatet werden soll, dann ist es immer mal wieder Aufwand. Aber vor allen Dingen dieses, ja, die Videos, ne, das waren, ja, ich glaube, die waren da gut 2 Monate wirklich unterwegs, ne, und mit einem so einem Video erstellen, hat dann auch mal bestimmt 2-3 Stunden gedauert pro Händler oder so, ne, bis man das dann wirklich alles drin hatte. Gut, die waren natürlich sehr routiniert dann irgendwann, die haben dann eine Woche sind die von einem Laden zum nächsten gerannt mit dem ganzen Equipment. Das wurde dann immer schneller, aber ich würde schon sagen, dass man für den Aufbau bei dieser Anzahl Händler, die wir da hatten, auf jeden Fall irgendwie 1-2 Monate einplanen muss für diese Aufnahmen. Ja. Und wie wird die Webseite jetzt gepflegt? Haben Sie eine Vollzeitstelle oder ist das in irgendein anderes Abteilung mit eingebunden? Ja, also wie gesagt, das Stadtmarketing betreibt das Ganze. Also das heißt, die haben aber keine extra Stelle dafür geschaffen, sondern wird eigentlich federführend von den Leuten, die da sind. Und das sind etwa 3 bis 4 Leute, die im Stadtmarketing tätig sind, teilweise auch, also nicht ehrenamtlich sozusagen nebenbei. Und dann haben wir natürlich den IT-Service-Dienstleister, der das Ganze auch mitbetreut, technisch dann. Ne? Das ist dann in unserem Vertrag mit ihnen drin. Wie viel er da jetzt abgestellt hat, kann ich eigentlich gar nicht genau sagen. Mhm. Gut, so die Kosten für die Filmarbeiten, das haben Sie, glaube ich, im weitesten schon beantwortet. Ja. Also schon über die Fördergelder, musste aber auch rechtlich gesichert werden in Absprache mit der N-Bank. Und dass die Firmen je nachdem auch dazu gezahlt haben, habe ich auch richtig verstanden, hoffe ich. Genau. Okay. So, Pflege der Website haben wir. Gut, das scheint jetzt erstmal der Katalog an Sie gewesen zu sein, so im Moment. vielen Dank schon mal dafür, wir bleiben da drin. Dann komme ich jetzt gern nochmal auf die Erhebung der Studie. Wenn Sie jetzt das Portal gesehen haben und die Entwicklung dort. Was für Rückschlüsse können Sie denn jetzt ziehen? So kommend aus der Wissenschaft und der Theorie, erleben Sie da Ergebnisse, die Sie erwartet haben oder gibt es auch Überraschungen? Frau Henn, wollen Sie mal starten? Ich kann gerne starten. Also ich meine, wir wussten das jetzt alles schon. Wir haben ja mit Herrn Plötz vom Stadtmarketing Walsrode das Interview geführt. Insgesamt muss ich sagen, die Ergebnisse, die wir da erhoben haben, das wieder gespiegelt, was wir in der Theorie auch erarbeitet haben. Herr Wulzig hat es ja gerade gesagt, es handelt sich bei walsrode.online eher um eine Vermittlungsplattform. Und das ist auch das, was wir herausgefunden haben, was auf jeden Fall ein guter erster Schritt ist, um zu beginnen. Einfach mal zu sagen, was für Angebote sind in einer Stadt.
Genau, und auch, dass das Stadtmarketing das gemacht hat, das hat uns nicht weiter überrascht. Ist aber auf jeden Fall wichtig zu sagen, dass Stadtmarketings hier angesiedelt werden, die das gut machen können. Ja, genau. Hugo, möchtest du? Ja, ich kann dazu noch ergänzen, dass es ja wie gesagt darum geht, hier Sichtbarkeit zu schaffen, dass das der Punkt Nummer eins ist und wie auch Herr Wulzig angesprochen hat, nur mit der Veröffentlichung einer digitalen Plattform nicht automatisch für diese Sichtbarkeit gesorgt ist, sondern dass halt diese begleitende Presse- und Öffentlichkeitsarbeit da ganz wichtig ist und dass es auch bei anderen Plattformarten, insbesondere auch bei den Bürger-Apps, ein laufendes Thema, wo es häufig mit weniger Öffentlichkeitsarbeit funktionieren kann, sind digitale Beteiligungsplattformen, weil die ja oft recht spezifisch für ein bestimmtes Beteiligungsverfahren angewendet werden und dann entsprechend auch von den Menschen, die sich beteiligen wollen, genutzt werden können. Aber das sind so spezifische Unterschiede der Plattform, um jetzt nochmal zu der virtuellen Innenstadt zurückzukommen, finde ich, zeigt das halt hier sehr deutlich, dass es einfach ein super kreatives Beispiel ist, auch im Vergleich zur übrigen Landschaft an Vermittlungsplattformen, wenn wir da jetzt mal speziell bleiben, und dass dadurch, dass diese hohe Kreativität hier gegeben ist, auch diese entsprechende Öffentlichkeitsarbeit oder diese entsprechende Aufmerksamkeit dafür geschaffen werden kann, die es eben benötigt, dass so eine Vermittlungsplattform erfolgreich sein kann. Das ist jetzt bei anderen Vermittlungsplattformen nicht so gegeben, wenn es jetzt allein darum geht, dass es Register gibt von quasi Visitenkarten der Händlerinnen und Händler etc. Man muss sich da schon von der Masse abheben und das zeigt halt dieses Beispiel ganz besonders, wie das erfolgreich umgesetzt werden kann und den Unterschied würde ich jetzt auch hier gerne nochmal hervorheben, dass es dadurch eben auch ganz klar ein Best Practice ist und sich von der Masse abhebt. Jetzt hat Herr Wulzig noch was angesprochen, was wahrscheinlich gar nicht selten auftaucht. Es gibt so einen kleinen Boom, das Ding startet, es gibt eine hohe Besucherfrequenz, sowohl virtuell als auch dann im echten Leben und dann stagniert das so ein bisschen. So, man kennt dann das Angebot. Wie kann ich denn rangehen zu überlegen, es A weiter am Leben zu halten oder gegebenenfalls auch zu erweitern? Herr Wusik hat schon einige Geschichten so gesagt, dass man auch ein bisschen den Sport, vielleicht auch Naherholung irgendwie mit reinnimmt. Wann macht das Sinn und wie kann ich das erstmal ohne großes Risiko umsetzen? War das ein Thema auch bei den Menschen, mit denen Sie gesprochen haben? Gibt es da Ideen? Also die sehr einfache Idee ist einfach laufende Pressearbeit. Immer wieder darauf hinweisen, jetzt vor allem beim Thema lokale digitale Marktplätze, darauf hinweisen, es geht nicht darum, dass man online einkaufen kann, sondern es geht darum, die Händler vor Ort zu stärken, indem man eben vor Ort hingeht. Und das läuft ganz einfach über laufende Pressearbeit. So abgesehen davon ist auch, wenn wir jetzt hier zwischen den Plattformen ein bisschen springen, also insbesondere bei Bürger-Apps, da hatte ich auch während der Präsentation einmal angemerkt, es ist sehr sinnvoll, diese Plattform, wenn sie noch nicht voll ausgereift ist, schon mal auf den Markt zu bringen. Denn dadurch kann ich ja auch über alle Änderungen, die sich im Laufe des Prozesses ergeben, öffentlich berichten, also einerseits soll ich die Bekanntheit erhöhen und gleichzeitig angepasst an die Nutzer-Experience so eine Plattform weiterentwickeln. Also klar, eine digitale Stadtplattform lebt auch davon, dass sich die Funktionen laufend weiterentwickeln und dass sich immer zusätzliche Add-ons, ich meine, Herr Wulzig hatte ja auch schon angesprochen, dass bei Walsrode dieser Shop-Gedanke auch schon mitgeschwungen ist, das ist alles natürlich technisch auf die Umsetzbarkeit zu prüfen, aber es sind einfach immer laufende technische Entwicklungen mit zu bedenken, die sich halt am aktuellen Stand der Technik auch irgendwie orientieren. So bleibt so eine Plattform im Gespräch aktuell und auch konkurrenzfähig. Danke schon mal dafür. Jetzt gibt es auch eine Nachfrage an Sie, ob Sie in der Studie auch untersucht haben, was eine Kommune rechtlich darf oder wo es zum Beispiel Grauzonen aufgrund einer gebotenen Neutralitätspflicht gibt? Das müsste jetzt vielleicht noch ein bisschen spezifiziert werden für mich, vielleicht auch um welche Plattformart es genau geht. Also grundsätzlich ist halt, es wurde ja auch gerade eben schon die Frage nach dem Thema Datenschutz einmal gestellt und das ist eben bei digitalen Plattformen aller Art auf jeden Fall immer ein laufendes Thema. Also da ist auch rechts
Beistand mit Sicherheit empfehlenswert, dass man eben, gerade auch wenn es jetzt um Themen wie Fotoaufnahmen etc. geht, auf digitalen Stadtplattformen nicht die Datenschutzrechte von Personen verletzt beispielsweise. Das ist schon auf jeden Fall immer ein rechtliches Hindernis und natürlich auch einfach im laufenden Betrieb bei der redaktionellen Verantwortung, die man für digitale Stadtplattformen hat, sind Urheberrechtsverletzungen immer ein Risiko, das beachtet werden muss. Und da muss man auf dem aktuellen Stand immer sein. Das empfiehlt sich auf jeden Fall, da juristisch beraten zu sein. Danke Ihnen. Frau Diekel, wenn Sie noch die Neutralitätspflicht oder noch ein weiteres Stichwort geben wollen, dann tippen Sie gern nochmal, dann nehme ich das gleich nochmal mit rein. Ansonsten haben wir Ihnen hoffentlich damit schon geholfen. Und dann hätte ich tatsächlich auf meiner Liste tatsächlich auch nur noch eine Frage, die ich immer ganz wichtig finde, und das kam auch in der Studie natürlich vor. Die Belastung der beteiligten Mitarbeitenden, also sowohl vorher als auch drumherum, aber auch vorher schon der Austausch miteinander, dass man einfach auch nicht vergisst, es gibt einen Nutzer und es gibt einen Sachbearbeiter auf der anderen Seite, der das macht. Und es ist ja, der Ansprechpartner auf der anderen Seite wechselt vielleicht jedenfalls. Wie haben Sie denn das in der Studie erlebt? Ist das schon im Bewusstsein, dass man wirklich alle Beteiligten rechtzeitig mit ins Boot holt, oder ist es noch ein bisschen schwierig, sich immer so von der eigenen Perspektive und der Erwartungshaltung zu verabschieden? Würde ich jetzt einfach mal beantworten, Hugo. Ja, gerne. Tatsächlich keine Probleme. Also ja, man hat sich am Anfang zusammengesetzt mit verschiedenen Akteurinnen und hat das besprochen. Man war sich auch darüber bewusst, wen man alles berücksichtigen muss bei den verschiedenen Projekten. Dass es da Kommunikationsprobleme dazwischen gab, davon haben wir tatsächlich bei keinem etwas mitbekommen, keine Schwierigkeiten. Herr Wulsi, können Sie das bestätigen, oder gab es bei Ihnen tatsächlich auch Momente, wo man entdeckt hat, unsere Erwartungen sind hier gerade sehr unterschiedlich und wir müssen eine Lösung finden? Also die gibt es ja immer irgendwo, ne? Aber jetzt bei Walsrode.online muss ich sagen, ist es eigentlich recht gut gelaufen. Ich glaube, was wichtig ist, aber das haben wir eigentlich gemacht, ist halt auch zu gucken, was es noch so im digitalen Bereich umzugibt. Ne? Also bei uns gab es zum Beispiel relativ zeitgleich noch eine Aktion von der lokalen Zeitung, der Walsroder Zeitung, die hier so eine App eingeführt hat mit so einem Rabattsystem und so mit den Händlern zusammen. Ne? Das wussten wir und das war auch abgestimmt. Die Walsroder Zeitung wusste auch von dem Projekt. Aber ich glaube, das sind so wichtige Sachen, dass man nicht nur schaut, was macht die Kommune, was macht das Stadtmarketing, sondern auch guckt, was passiert drumherum, ne? Dass man das dann möglichst nicht Sachen doppelt macht und so. Ist hier nicht passiert, aber das ist, glaube ich, auch noch so ein wichtiger Aspekt. Und wie sind die Prozesse, so die laufenden Prozesse bei Ihnen jetzt? Man sitzt regelmäßig mit dem Stadtmarketing zusammen, versucht die Ideen, die Sie schon angedeutet haben, erstmal weiterzuentwickeln und dann würde es quasi wieder in die technische Umsetzung gehen. Also dann, dass man das dann wieder an den externen Dienstleister gibt. Das ist dann so ein laufendes Verfahren. Das praktizieren Sie auch gerade weiter. Ja, also wir haben einen stetigen Austausch mit dem Stadtmarketing, ne? Also ich würde jetzt weniger Routine-Meetings, ist mehr wirklich so ein städtischer Austausch, weil man da halt immer wieder unterschiedliche Themen hat. Wir haben ja nicht nur das, sondern auch andere Themen zusammen statt Marketing. Und klar gibt es da immer wieder Aspekte, die man mit einbringen kann, ja. Soweit. Ich glaube, wir haben alles abgearbeitet, was unserem Publikum heute noch so auf dem Herzen lag. Ich glaube, die Eindrücke nach wie vor sind gut bebildert und haben eine Menge aufgezeigt, auch über den digitalen Marktplatz hinaus, die Optionen, die wichtig sein können und Menschen binden in ihrer Stadt. Insofern könnte ich quasi die Runde jetzt schließen. Gibt's, außer ich habe irgendwas Wichtiges vergessen und Ihnen ist plötzlich noch eine Idee gekommen, wo Sie sagen, das ist ein Aspekt, den kann ich noch den Leuten mit auf den Weg geben. Das ist aber kein Zwang. Gut, jetzt sehe ich, jetzt kommt doch gerade noch was in den Chat. Ich sehe mal schnell nach. So, nochmal an Herrn Wulsig. Wie haben Sie die Idee von Walsrode Online, der Plattform an die Händler und so weiter, kommuniziert? Waren Sie überall persönlich?
Also zum einen ist der Stadtmarketing, also die Großteil der Händler ist ja im Stadtmarketing vertreten, als weil es ein Verein ist, als Mitglied. Darüber haben wir natürlich viele erreicht, aber wir haben das Projekt auch publik gemacht über die Zeitung, also über Presseartikel, weil wir ja nicht nur die erreichen wollten, die im Stadtmarketing, sondern auch die darüber hinaus. Es war jetzt ja nicht Grundvoraussetzung, dass man Stadtmarketing sein musste. Und das waren eigentlich so die zwei Wege, ne? Also wirklich dann über die Kanäle, die bestehen sind, aber dann auch noch öffentlichkeitswirksam über das Projekt berichtet in der lokalen Zeitung. Das waren so die zwei Wege. Gut, okay. Also geht nichts über eine rahmenbegleitende Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Genau. Das hat der Herr Polauke auch schon erwähnt. Gut, dann würde ich Sie aus der Runde tatsächlich mit Ihrem ganzen Fachwissen für heute entlassen. Wir danken sehr für diesen regen Austausch und diese vielseitigen Eindrücke, die hoffentlich nochmal den einen oder anderen auch pragmatisch unterstützen konnten. Und dann würde ich nämlich schon mal geheimnisvoll fast auf die nächste Veranstaltung hinweisen, die quasi außerhalb unseres Zeitrahmens fällt. Sie ist nämlich schon Mitte November. Und weil es ein besonderes Veranstaltungsformat ist, übergebe ich nochmal an Christoph Lahner, der Ihnen ein bisschen genauer sagen kann, was da im November los ist. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Frau Schulz. Auch von mir auch erstmal nochmal kurz einen Rückblick auf die Veranstaltung eben. Vielen Dank, Herr Wulsig, für die Einblicke, die ich sehr spannend fand. Das ist ja auch gerade auch jetzt aus Perspektive Innenstadt mal ein Praxisbeispiel zu sehen. Für mich natürlich persönlich auch nochmal sehr interessant, aber gerade in so einem Thema jetzt ja auch sehr passend. Fand ich sehr erfreulich und natürlich an Frau Henn und Herrn Polauke. Wir sind ja schon sehr gespannt auf die Studie. Teile haben wir ja gemeinsam ja auch schon durchgesehen und ja, sobald wir da auf jeden Fall was haben, was wir in die Kommunen spielen, geben wir natürlich dann auch Info seitens MB, dass Ihnen das dann auch zugänglich gemacht wird. Aber da sind wir dabei, der Entwurf liegt uns auch schon vor und ich denke, dass wir das auf jeden Fall dann auch gut über die Bühne bekommen. Ja, das war's zur Veranstaltung heute. Dafür vielen Dank. Frau Schulz hat das eben schon gesagt. Wir freuen uns, dass wir etwas außerhalb unseres üblichen Turnus bei Stadtland Fokus, der, wie Sie das wissen, immer am 4. Freitag des Monats um 12 Uhr einlädt, jetzt nochmal die Gelegenheit haben, auch unsere Netzwerkveranstaltung Residente Innenstädte über diesen Stream zu platzieren. Es ist so, dass wir mit unserem EFRE-Programm Residente Innenstädte ja jetzt neu in der nachhaltigen Stadtentwicklung in der EU-Förderung aktiv sind als Land Niedersachsen. Das ist ein Wettbewerb, an dem 15 Städte erfolgreich teilgenommen haben mit ihren Strategien. Das heißt, sie nehmen teil an diesem Förderprogramm bis 2027 und wir möchten einerseits diese 15 Städte untereinander mit uns natürlich vernetzen, aber wir wollen auch allen anderen interessierten Städten und Gemeinden ermöglichen, an diesem Termin teilzunehmen, weil das inhaltlich einfach unseres Erachtens auch interessant sein kann. Wir laden dazu in den Aufhof in Hannover. Wer das noch nicht mitbekommen hat, das ist eine ganz interessante Zwischennutzung in dem mittlerweile leerstehenden Kaufhofgebäude in der Schmiedestraße. Dort werden wir uns in Präsenz treffen. Das steht Ihnen allen auf jeden Fall frei, da auch zu kommen. Da würden wir uns sehr freuen über Teilnehmende unter www.mb.niedersachsen.de/resiliente-innenstädte, also auf unserer Programmseite. Ich stelle die auch gleich nochmal in den Chat. Können Sie sich da gerne anmelden. Wenn Sie nicht vor Ort sein wollen oder können oder möchten, geht das eben auch für den ersten Teil der Veranstaltung online. Bei diesem ersten Teil zwischen 11 und 12.30 Uhr, das ist eben, Achtung, ein Donnerstag, kein Freitag über Stadtland Fokus, auch nicht der vierte Donnerstag, sondern, ich weiß es gar nicht, der zweite wahrscheinlich, und nicht 12 Uhr, sondern 11 Uhr, also wir sind hier aus der Reihe, haben Sie die Gelegenheit, sich dazuzuschalten. Die Ministerin wird ein kurzes Grußwort sprechen. Wir haben einen kurzen Input zu dem Thema Aufhof, also zu dieser Zwischennutzung, das kann ich sehr empfehlen. Ich glaube, das ist wirklich interessant. Und einen kurzen Input grundsätzlich zum Thema nachhaltige Stadtentwicklung, bevor dann unsere 15 teilnehmenden Städte auch sich selbst dann kurz vorstellen mit dem, was sie bei Resiliente Innenstädte planen und was sie bei Resiliente Innenstädte noch vorhaben. Ich denke, das kann durchaus für die eine oder andere Kommune interessant sein. Lade ich Sie herzlich zu ein. Im zweiten Teil der Veranstaltung, der dann ausschließlich in Präsenz stattfinden wird, gibt es dann nochmal, ja, ein gewisses Netzwerken untereinander und einzelne Workshops, in denen wir dann arbeiten. Und auch da sind Sie natürlich herzlich eingeladen. Ja, soweit dann von meiner Seite. Danke.
Herr Lahner, ich denke, das fällt auch unter Best Practice, Leute einfach mal wieder in Präsenz zu vernetzen, niedersachsenweit und auch noch hybrid. Mehr geht, glaube ich, dann gar nicht an Kunden- und Interessentenbindung. Eine letzte Frage noch in die Runde. Wann wird die Studie veröffentlicht, so ganz offiziell? Ja, auch da klicke ich mich noch mal kurz ein, Frau Henn, Herr Polauke. Ne, das liegt gar nicht mehr so sehr in Ihrer Hand, muss man ja zugeben. Das ist ein Entwurf, der jetzt bei uns liegt und den wir jetzt noch mal sichten und abstimmen und dann sicherlich noch ein paar Details besprechen werden mit Pro Quartier. Da können wir, glaube ich, noch keinen Termin ganz genau nennen, aber seitens Pro Quartier ist da alles voll und ganz im Zeitplan. Und ich denke, da sind wir zuversichtlich, dass wir das auf jeden Fall in diesem Jahr noch über die Bühne kriegen. Dann nennen wir es zeitnah, wie man das in der Politik so macht. Und Sie wissen, dass Sie, wenn Sie es heute auch nicht auf der Website finden, in Absprache mit Frau Wilkens-Kasper, die Sie gern einfach über den Chat auch noch anschreiben können, vielleicht schon mal eine offizielle, vielleicht leicht abgewandelte Form kriegen können. Dann ist das alles möglich. Und ansonsten neigt sich das Jahr ja auch schon dem Ende zu. In diesem Sinne wünsche ich allen ein sehr schönes, langes Wochenende. Sie können eine Stunde länger schlafen und dann haben Sie vielleicht auch noch 2 Tage länger frei, wenn alles nach Wunsch läuft. In diesem Sinne kommen Sie gut durch den Herbst. Ich danke für den anregenden Austausch heute und verabschiede mich für dieses Mal. Dankeschön.